Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine ganz einfache, schnell gemachte Hochzeitskarte zeigen. Eine Einladung zur Hochzeit oder eine Glückwunschkarte. Und die soll auch speziell für Anfänger sein, denn man hat ja nicht immer ganz viel Bastelmaterial, wenn man anfängt zum Basteln. Und Thema Hochzeit ist ja immer ein guter Einstieg. Und deswegen habe ich mich hier bewusst an relativ wenig Materialien gehalten. Das heißt, wir verwenden nur ein Stempelset, eine Stanze und gut drei Farben, aber ja, das passt, denke ich, so ganz gut. Und ich zeige euch auch noch eine Alternative, falls jemand dann doch die Big Shot hätte, aber wir machen es erstmal ganz schlicht gehalten. Und ich finde die Karte total schön, weil sie richtig elegant ist und edel. Und ich zeige euch jetzt, wie sie funktioniert. Und zwar an Material brauchen wir für eine Karte einen Farbkarton. Ich habe jetzt hier Sahara-Sand genommen. Auf dieser Karte ist es Savanne. Also ihr könnt dann entscheiden, was euch besser gefällt. Das ist jetzt eine Alternative. Und zwar ist das ganze Stück 28 cm lang, 10,5 cm breit und gefalzt bei 14 cm hier. Und ihr kriegt dann aus einem Farbkarton zwei Einladungskarten raus. Dann habe ich ein Stück in Chili mit dem Maß 13 x 9,5 cm und ein Stück in Flüsterweiß mit dem Maß 12 x 8,5 cm. Das heißt, da bekommt er jeweils vier Stück aus einem A4-Papier raus. Und dann habe ich noch ein Reststück in Chili und das brauchen wir dann für die Stanze. Als erstes falze ich mir jetzt meine Falz nach. Und genau, wir fangen jetzt an mit dem Stempeln mit unserem flüsterweißen Papier. Und ich benutze jetzt das Stempelset Segensweste und ich mache jetzt keine Einladungskarte, sondern eine Glückwunschkarte, die heißt dann Segenswünsche zur Hochzeit. Aber ihr seht hier eben das Beispiel mit Einladung zur Hochzeit, da müsst ihr dann einfach nur den anderen Stempelspruch verwenden. Und dazu habe ich mir jetzt schon mal die Hochzeit aufgezogen und die Segenswünsche und möchte euch jetzt noch einen kleinen Tipp geben, wenn man gerade so Formen aufzieht wie Sprüche oder solche so Muster, die aber schon im rechten Winkel sein sollen, dann würde ich mir das immer zuerst irgendwo hinlegen und dann erst den Stempelblock draufnehmen. Wenn ihr eine Markierung auf eurer Unterlage habt, ist es natürlich noch viel besser. Ansonsten also nicht versuchen, den Stempel hier so rum drauf zu montieren, weil da kann man dann schon noch ein bisschen biegen, außer ihr wollt es so. Wenn ihr das so haben wollt, könnt ihr natürlich mit den Gummistempeln da auch arbeiten. Aber wenn es gerade sein soll, dann lege ich mir das so auf meine Arbeitsfläche, habe die Linien unten drunter und nehme mir das Ganze dann mit meinem Acrylblock auf. Genau. Und als Farben benutze ich einmal Chili, einmal Sahara-Sand und einmal die Kraftweiß-Tinte. Und ich fange jetzt an, mit der Kraftweiß-Tinte und stempel mir den Hochzeitsstempel auf mein Chili auf. Gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, um einzuziehen, der Farbe. Und dann hat man da eigentlich ein schönes Ergebnis. Dann machen wir weiter mit unserem Flüsterweißpapier. Und ich nehme jetzt Chili auf meinen Stempel auf und versuche mir das relativ schön in die Ecken zu kriegen. Ich kann jetzt nicht über mein Projekt gehen, weil mir über mir die Kamera ist, aber ihr könnt das auf jeden Fall, ihr könnt da richtig gut drüber schauen. So, das machen wir einmal oben und unten in die Ecke. Und dann brauchen wir nur noch entweder den Einladungsspruch oder den Segenswünschespruch. Und bevor ich den mir aufstempel, stanze ich mir mit der Stanze Etikett für jede Gelegenheit mein Hochzeitsschild mal aus, weil dann weiß ich gleich, wie ich das am besten positionieren werde. So.
Ich werde es ungefähr hierhin machen. Segenswünsche zur. Und zwar habe ich dann hier unten noch als kleines Dekoband dieses Juteband, das ich mir einfach auf eine gewisse Länge abschneide. Ich lege mir da meistens das Etikett ein bisschen drüber und möchte, dass das an der Seite noch so rausschaut. Und dann schneide ich mir hier einfach schräg ab. Und dann wird eigentlich auch schon zusammengebaut. Also es ist wirklich eine total schnelle, einfache Karte. Und gerade wenn man zur Hochzeit viel produzieren muss, dann eignet sich das natürlich super. Jetzt habe ich hier noch die kleine Alternative für euch. Also falls ihr eine Big Shot habt, könnt ihr euch natürlich auch das Hintergrundpapier prägen. Also das ist jetzt einfach mein Stück in Chili. Das habe ich mir einmal durch die Big Shot gekurbelt, dass man dann so einen geprägten Hintergrund hat. Und da kann man das dann drüber bauen. Als Beispiel. Aber wie gesagt, wenn ihr eben keine Big Shot habt, dann könnt ihr das auch ganz normal mit einem ganz normalen, ungeprägten Stück Papier, Farbkarton machen. So. Genau. Wir machen das jetzt auch so ungeprägt, damit ihr das seht. Und ich klebe mir jetzt die Teile auf und das mache ich mit Flüssigkleber. Einmal erstmal mein Farbkarton in Chili. So. Ihr kennt vielleicht die Kartenform schon von mir, die habe ich euch in einem bisschen älteren Video gezeigt. Ich klebe mir jetzt das Chili-Papier relativ gut in die Mitte, sodass es einen schönen Rahmen außenrum gibt. Und klebe mir dann mein zweites Element so ein bisschen schräg nach rechts unten auf. Ich finde, das macht sich total gut. Es schaut richtig schön aus und man sieht ein bisschen mehr von dem Chili im Hintergrund und hat eine ganz andere Form. Und ich blende euch das Video ein, das ich eben euch schon mal gezeigt habe dazu. Da habe ich so eine Blütenbox gemacht und dazu eine Blütenkarte. Und die Blütenbox eignet sich auch super als Gastgeschenk vielleicht für die Hochzeit. Die zeige ich euch gleich noch. Ah, ich habe sie sogar hier. Das ist die Blütenbox, die ich damals gemacht habe. Und das würde sich hier auch sehr, sehr gut anbieten, wenn man das als Einladungskarte zum Beispiel verwendet. Und dann so eine Blütenbox als Gastgeschenk. Also wie das funktioniert, blende ich euch jetzt rechts oben ins Video ein. Und jetzt mache ich mir einfach noch so einen Klecks Flüssigkleber so hinten drauf auf meine Juteband. Das sieht man jetzt dann gleich nicht mehr. Und klebe mir das auch noch über meine Karte. Ihr könnt gucken, ob euch das hier ein bisschen raussteht, möchtet oder nicht, je nachdem, wie groß das Kuvert ist, in das das Ganze reinkommt. Können wir uns ja dann noch ein bisschen kürzen. Und mein Etikett, das klebe ich mir jetzt einfach mit zwei Dimensionals auf. Da muss man nur hinten diese Klebefolie entfernen, die manchmal nicht weg will. Beziehungsweise immer dann, wenn ich ein Video mache, gell? Okay, und dann klebe ich mir das hier noch schön so mittig drüber. So, ich hoffe, dass der Flüssigkleber erstmal anzieht. Der braucht ein bisschen. Und dann wird das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen mit Pärchen dekoriert. Und dann sind wir schon fertig. Also es ist, wie ihr seht, ganz schnell gemacht. Ihr könnt natürlich auch die Glitzersteine verwenden. Ich finde, zu einer Hochzeit passen immer die Perlen sehr gut, weil die so schön elegant sind. Und die bringe ich mir jetzt einfach nur ein bisschen auf meine Karte auf. Ich mache meistens eine ungerade Zahl, weil das einfach ganz gut ausschaut. Und ja, schon ist unsere Karte fertig. Also es ist wirklich eine Rucki-Zucki-Karte, die wirklich sehr schön ausschaut. Entweder als Einladung oder als Glückwunschkarte. Und ja, ich hoffe, ihr habt daran euren Spaß und vielleicht nutzt ihr die ja auch für eure Hochzeit. Das würde mich natürlich sehr freuen. Könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben oder mir Fotos schicken. Und ihr müsst natürlich vielleicht noch gucken, was gefällt euch ein bisschen besser von der Farbzusammensetzung. Also es ist ja einmal Savanne und einmal Sahara-Sand. Das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ich finde beide sehr schön. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Dazu müsst ihr nur diese kleine Glocke aktivieren. Genau. Und was ich euch jetzt noch ganz kurz zeigen wollte, ist noch eine Idee mit diesem Stempelset, weil es ist wirklich ein ganz tolles Stempelset, wo man wirklich viele Möglichkeiten hat. Und ich habe mir gedacht, da gibt es ja ganz viele verschiedene Karten dazu.
ganz viele verschiedene Anlässe, zeige ich euch noch schnell ein paar Karten. Einmal habe ich hier zur Taufe Segenswünsche. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Taufe. Und dann noch Segenswünsche zur Taufe für einen jungen Mann. Eher für ein Mädchen. Ja, oder ganz neutral gehalten mit Grün. Also das ist vielleicht noch eine Idee für ein paar Karten. Einfach der Hintergrund ist nur geprägt. Und dann ein bisschen eine Stanz von vorne hingesetzt, ein bisschen gestempelt und schon ist die Karte fertig. Gut, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.